Wäre natürlich cool, wenn du mir echt folgen könntest. Aber... irgendwie habe ich da meine Zweifel. Okay, da unten rastet der noch ein bisschen aus. Bringt wahrscheinlich die alte Höhle jetzt zum Einsturz. Und ich soll eine Hellebarde suchen. Vielleicht haben sie eine Falle oder so eingebaut. Wird sich da jetzt noch mal gut anbieten. Nicht den Weg. Dann habe ich ein bisschen mehr Aussicht auf den... auf das, was vor mir... so... so, jetzt sollte ich das auch haben. Okay, rein mit uns. Hä, warum greift der uns nicht? Ja, ich habe mich gefragt, warum die mich nicht angreifen, aber... wollen sie anscheinend nicht. Was liegt denn hier noch? Weil dann hätte ich eine Idee, was hier ausgelöst werden könnte. Okay, das ist nicht eingetreten. Ich hätte mir jetzt irgendwie gedacht, dass wenn ich den Stein nehme und nicht nur die Hellebarde, dass die beiden sich irgendwie zum Leben, also dass die wieder zum Leben erwachen und mich angreifen oder so. Aber ja, doch, wäre doch eigentlich möglich gewesen. Naja. Juti, damit wäre das geschafft. Dann haben wir die Hellebarde, dann ist der Typ bald futsch. Aber kannst du mal verrecken? Nichts zu plündern. Mein Wort ist Gesetz, merkt ihr? Ach ja, ich liebe es einfach nur. Gut, wir sollten doch die Hellebarde zu ihm zurückbringen. Vielleicht schaue ich sie mir erstmal so an. Uralte Axt, nee, die war es nicht. Die haben wir zwischendurch mitbekommen. Ritualmesser. Welches ihm ein Leben als mächtiger Untoter erlaubt. So, Leben und so, ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, Kirascha. Erstmal dazu. Kannst du mir etwas über diesen seltsamen Stein sagen? Wo hast du den denn her? Ja, ich kenne ihn. Er war in die Rüstung von Garsh Kupak eingearbeitet. Laut einer Legende der Orks wurde er über viele Jahre hinweg von ihren Schamanen gefertigt und anschließend in die Rüstung des Herrschers eingearbeitet. Die Legende erzählt weiter, dass die Wunden des Trägers dieser Rüstung sich von alleine wieder schlossen. Es ist eine gute Sache, dass der Stein nicht mehr im Besitz der Orks ist. Bitte achte darauf, dass es so bleibt. Na, du könntest ihn aber auch ganz gut gebrauchen, so wie du aussiehst. Hier ist die Hellebarde. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Nach all den Jahrtausenden bin ich und die Welt endlich befreit von dieser Bedrohung. Du hast uns allen einen unschätzbaren Dienst erwiesen und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Nun wird es aber Zeit für mich zu gehen. Leb wohl und viel Glück auf deinen weiteren Reisen. Och nö, das kann doch echt nicht sein. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Alter, ich dachte, er würde jetzt irgendwie total dramatisch in den Himmel auffahren, aber er kippt einfach nur um und streckt mir die Zunge raus. Huch. Naja. Er war uns doch ein treuer Gefährte. Da muss ich meine Verdächtigung zurücknehmen. Find's jetzt auch ein bisschen schade, dass er abgenippelt ist, aber so ist das Leben. Spätestens nach ein paar tausend Jahren ist es zu Ende. Da müssen wir uns irgendwann alle mit abfinden. Wichtig ist, was man draus macht. Naja, er hat nicht allzu viel daraus gemacht. Im Rückblick. Jetzt hole ich mir erstmal das Lob von allen ab. Ich fühle mich auf einmal so befreit. Ist das dein Werk?
Ja, ihr wurdet hier von einem untoten Ork-Herrscher namens Gorsh Korhak festgehalten. Ich habe ihn besiegt und nun könnt ihr diese Höhle verlassen. Gorsh Korhak, wie kommen die Ochsen auf solche Namen? Auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Taten. Du bist wesentlich heldenhafter, als ich dir jemals zugetraut hätte. Ich werde mir nun ein wenig die Außenwelt ansehen. Wenn du mich suchst, wirst du mich wahrscheinlich in der Bibliothek antreffen. Hallo, tschüss. Ja, jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass auf der ganzen Welt so rot leuchtende Köpfe rumrennen, beziehungsweise so ein eisenbepackter, breiter Kerl mit einem leuchtenden Kopf. Naja. Okay. Kannst du mir etwas über diesen seltsamen Stein sagen? Zeig mal her. Also der Stein wurde magisch aufgeladen. Ich bin mir nicht absolut sicher, welche Wirkung er hat, aber das rote Glühen weist auf Lebenskraft hin. Vielleicht eine Steigerung der Widerstandskraft oder Regeneration von dieser. Auf jeden Fall etwas Positives für den Träger. Eigentlich eine recht passable Arbeit, nur leider viel zu groß. Den Stein könnte man niemals in einen Ring oder ein Amulett einarbeiten. Vielleicht ein Stab oder eine Rüstung. Wo hast du den Stein gefunden? Im Grab eines Ork-Herrschers aus grauer Vorzeit. Ach so, das erklärt einiges. Die Orks in dieser Gegend konnten zwar keine Magie wirken, aber vielleicht ist es ihnen gelungen, irgendwie diesen Stein mühsam und über viele Jahre hinweg aufzuladen. Daher ist er auch so groß. Sie konnten ihre Magie nicht vernünftig fokussieren. Daher musste Quantität die fehlende Qualität ersetzen. Gorsh Korhak ist tot. Ihr seid frei. Gorsh Korhak? War er die dunkle Macht, die uns hier festhielt? Ja, er war der letzte Ork-Herrscher, bevor die Menschen Jakendar erreichten. Ein Augenzeuge aus den Anfängen von Jakendar. Das wäre interessant gewesen, aber dafür ist es nun zu spät. Trotzdem, danke für deine Hilfe. Ich werde die neu gewonnene Freiheit nutzen und mich in Richtung große Bibliothek aufmachen, um dort ein wenig zu forschen. Wir sehen uns dort. Jo, tschüss, bis dann. Aber als ob die keine Magie einsetzen konnten. Das war doch am Anfang hier so gesagt, als es hier um die Köpfe ging, die fliegen werden, dass das alles aus magischen Gründen geschehen wird. Naja. Ja, deren Boss wird euch keine Probleme mehr machen. Ihr könnt endlich wieder nach draußen und die Welt sehen. Yeah. Aber ich bleibe für den Moment lieber hier in meiner Schmiede. Ich musste zwei Ewigkeiten darauf warten, wieder einen Hammer in die Hand nehmen zu können. Da brauche ich erstmal einen kleinen Auslauf. Nebenbei, wie sieht es eigentlich mit eurem Schiff aus? Ich versuche gerade bei den Reparaturen mitzuhelfen. Mit etwas Glück sollte es in Kürze wieder seetüchtig sein. Das freut mich zu hören. Ich habe mich dazu entschlossen... Wie geil. Wie bitte? Diese Schmiedeausrüstung hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen. Ich bin früher sehr oft zur See gefahren und es reizt mich einfach mal wieder. Daher werde ich in Kürze unsichtbar auf dein Schiff den blinden Passagier spielen. Ich melde mich dann, sobald uns keiner sieht. Ja, Bombe. Damit haben wir doch zumindest einen sympathischen Bereich Begleiter am Start, neben Polly der Fleischwanze. Zu der könnte ich jetzt eigentlich auch schon zurückkehren und ihr den Totenkopf bringen, beziehungsweise einen der Totenköpfe bringen, die ich hier aufgelesen habe. Aber das ist doch nicht nötig. Ich bin ja eigentlich ausgezogen, um Eisenerz zu finden. Habe ich die Höhle hier schon komplett danach abgesucht? Ich meine, dies bejahen zu können. Ja genau, ich hatte nichts gefunden. Es war ja eh gesagt, dass wir in die zweite Mine müssen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Beziehungsweise das... Hallo Ren, ich bin inzwischen in der Bibliothek angekommen und habe mich dort ein wenig eingerichtet. Ruf mich bitte unter dieser Nummer zurück. Das ist eine Schande. Hier wurde scheinbar seit Ewigkeiten nichts mehr getan. Und zu allem Überfluss hat noch jemand Türen eingebaut. Zu meiner Zeit war das hier ein offener Ort, der jederzeit Suchende nach Wissen willkommen geheißen hat. Ich habe aber zum Glück einen Schlüssel gefunden, den ich dir in den Vorraum der Bibliothek gelegt habe. Bis später, Selina.
Und da sagt man noch, dass die alte Zeit immer so gut gewesen wäre, so schön, man war nicht immer erreichbar und so weiter. Nicht immer der ganze Stress. Und jetzt kommen die hier mit Botschaftsirrlicht-Mailbox-Ansagen. Ja, stresst mich doch jetzt nicht. Jungs, wir können das doch wie Männer regeln oder ich laufe einfach weg. Klatsch auf den Weg, diese Sumpfratte hier. Danach klatsche ich die beiden Sumpfratten da. Die sind einfach nur so geil, wie die auf einen zugetaxt kommen. Das war jetzt so ein spezieller Move von mir. Noch einer. Nichts zu holen. Hat die beiden auch sehr überrascht, deswegen waren sie ziemlich leicht zu besiegen. Ja, so wird... Ah, diese schwulen Heuschrecken oder wie die heißen. Die habe ich jetzt gar keine Lust. Und die warten aber irgendwie zur Zeit auf mich. Habe ich so das Gefühl. Und es sieht so aus, als müsste ich da jetzt durch. Schaue ich mal, wie meine Stärke im Vergleich zu den Kollegen aussieht. Wie hießen die nochmal gleich? Naja, werden wir gleich herausfinden. Ich statte mich großzügig mit Lebensenergie aus. Einfach damit ich nicht nochmal so ein Desaster erlebe. Was quirkt mich denn da so an? Willst du mich verarschen? Also ich sehe nichts. Was ist das denn? Okay. Nichts zu holen. Das war jetzt mal eine Überraschung. Geschickt eingebaut von den Entwicklern. Setze ich jetzt mal voraus. Aber... Ach, die gehen nochmal locker von der Hand. Fangheuschrecken, genau. Haben diesen... Dreieckskopf da gedroppt. Na okay. Auch wenn der Kopf so aussieht, drei von euch brauche ich nicht. Kritte doch. Okay. Die sind aber übelst eklig, die Viecher. Schaut euch die mal genau an. Na gut. Was muss, das muss, ne? Kennt ihr das? Nichts zu plündern. Schädlingsbekämpfung im großen Stil. Es geht mir mittlerweile ein bisschen auf die Grundjuwelen, dass hier dauernd die Viecher neu spawnen. Man will doch einfach nur wieder zur Bibliothek laufen. Und da stellen sich einem dauernd irgendwelche Viecher in den Weg. Fand ich bei der Gemeinschaft des Grauens besser gelöst, dass man das sozusagen befehlen konnte. Also jetzt hier, ich brauche Erfahrung, ich bin der Meinung, ich muss ein bisschen trainieren, spawn mir doch bitte einen neuen Satz Viecher. Guck mal, die übertreiben doch direkt mal maßlos. Hier ist wieder die ganze Ebene voll. So. Aber zumindest gehen die Lurker doch locker von der Hand. So, genauso stelle ich mir das vor, einfach so am Fließband hintereinander rein, Abfertigung. Okay, zwei gehen auch. Aber der gerade ist durch den Boden gebackt hat, der war ja lustig. Ich habe mich übelst erschrocken, als er mich getroffen hat. Ich dachte, was weiß ich, irgendein Geist von den diversen Entitäten, die ich bisher von ihrem untoten Dasein befreit habe, hätte mich jetzt erwischt und würde auf mich niederfahren. Da habe ich ja vor Garfkorp diesen uralten Ork-Schaman eliminiert, mit dessen Zauberstab ich dann Meinolf wieder ins Leben geholt habe. Nein, nein, das macht ihr nicht. Ich bin nur am Labern, ich bin nur am Labern, das... Es ist so bitter, es ist so bitter.
Ich will gar nicht nachgucken, weil ich gespeichert habe. Boah, ist das hässlich. Wir haben jetzt 13.44 Uhr. Das ist richtig hässlich. Ja, das beendet wohl ab jetzt immer unsere Aufnahmerunden. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim... speichern wir jetzt. Blöd. Ich habe doch noch auf jeden Fall später gespeichert. Tatsache. Tatsache. Boah, ist das hässlich. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, da wo ich gestorben bin. Okay, das fehlt mir jetzt alles noch. Ich werde das... ja, relativ schnell durchziehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.